Servus Jungs, Team Bubble hier. Heute mit einer neuen Folge. Wie nennen wir das eigentlich? Interviews, genau. Wir haben jetzt hier den Manuel. Manuel und die Lea. Lea, komm noch ein Stück noch her. Ja, ich sehe euch ja zum ersten Mal hier in FT, in München. Und wo kommt ihr eigentlich her? Ich komme aus Großhadern. Großhadern, München. Und ich aus der Nähe von Hamburg. Okay. Ihr beide seid ein Pärchen, oder? Ja. Okay, Fernbeziehung, ne? Ja. Leider. Und du bist jetzt zu Besuch, oder Lea? Genau. Wie lange bleibst du? Es kommt ganz drauf an, wie ich nach Hause komme, also ein bisschen schwerer. Jetzt so über Ostern so ein bisschen mit dem Freund verbringen, oder? Ja. Okay. ihr beide spielt Yugi oder beziehungsweise habt Yugi gespielt so ein bisschen? Erzähl's mal, so wie seid ihr zu Yugi gekommen? Ich habe am Anfang die Serie verfolgt, habe dann angefangen und dann, wo die Serie zu Ende war, nach der zweiten Staffel, habe ich dann wieder aufgehört. Okay. Dann habe ich halt mit einem Kumpel mal wieder nach längerer Zeit, so nach 4-5 Jahren mal wieder gespielt und dann bin ich wieder so langsam reingekommen und habe wieder angefangen mit den Karl Yu-Gi-Oh! Und dann bin ich einmal hierher mit ihm. Dann habe ich ein-, zweimal hier mitgespielt beim Turnier und dann kamen halt X und die Pendelmonster langsam raus und da habe ich dann nicht mehr mich so gut ausgekannt und dann habe ich beim Turnier aufgehört, aber privat spiele ich immer noch gerne. Okay. Und wie war es bei dir, Lea? Ich habe halt über Animes das angefangen. Ich habe früher viel Detective Conan, Yu-Gi-Oh! Und Pokémon und sowas geguckt und habe dann halt gedacht, ja, kannst du dir mal rangucken, der Bruder hat ja die Karten und ich fand das dann halt auch ganz interessant, habe dann auch die Karten gespielt, habe dann aber auch die DS-Spiele und so gespielt, aber nach Synchromonstern fing es dann auch an, mir zu viel zu werden, aber Herz schlägt immer noch dafür. Und ihr habt dann noch Karten und Decks habt ihr ja noch alles, ne? Ja, so 2000 Karten. 2000? So eher auch ein bisschen sammeln tust du auch so ein bisschen, oder? Ja, ich habe Kartenordner und da tue ich manchmal so Kartenhüllenseiten kaufen und dann sortiere ich wieder ein. Ich sortiere dann nach Level und dann nach Typ. Okay. es hat sich ja viel verändert bei Yu-Gi-Oh! Ich habe es ja gerade selber angesprochen. Auch so die Preise und so. Wie ist es da bei euch? Also das hat sich ja schon enorm verändert, ne? Ja, es kommt halt drauf an, ob es mir halt gefällt, weil ich bin halt, gerne spiele ich mit Drachen und wenn der Drache mir es wert ist zu kaufen, dann kaufe ich mir die Karte auch. Okay. Oder ich kaufe mir halt den Booster und hoffe, dass dieser Drache drinnen ist. Mhm. Weil wenn man einen Booster kauft, hat man halt die Chance, dass man auch noch andere gute Karten bekommt. Hat man ja. Ja, und das ist auch wieder was Positives. Auch wenn ich finde, dass in dem Booster ein bisschen wenig drin ist in letzter Zeit. Aber jetzt ist glaube ich nur noch 5 drin oder so. Von den Karten meinst du? Ja. Ich glaube immer noch 8, oder? 9 Karten? Ja. Aber es hat sich auch ein bisschen verändert. Es sind ja noch mehrere Seltenheiten und so. Es ist ja nicht besser geworden sozusagen, aber trotzdem. Wie ist es bei dir, Lea? Also man hat ja als Kind auch nicht so viel Geld gehabt und jetzt werden die Karten teurer und man hat selber mehr Geld, also es bleibt sich ja irgendwo gleich. Aber ich bin halt momentan eher dann doch bei Pokémon-Karten als bei Yu-Gi-Oh! Deswegen habe ich dann die Preise nicht so im Kopf. Okay. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also weil ihr seid ja aus unterschiedlichen Städten. Wie ist es möglich? Willst du? durch Facebook und WhatsApp. Okay. Weil über Facebook kam ein großer Aufruf für eine Gruppe. Die Gruppe ist dann zustande gekommen und dann haben wir die WhatsApp-Gruppe halt uns langsam kennengelernt und jetzt kennen wir uns jetzt auch schon ungefähr über 2 Jahre. Ja, fast 2 Jahre. Das ist schön. Es gibt ja momentan auch Möglichkeiten online zu spielen, Yu-Gi-Oh! Macht ihr das auch? Nein, weil mein Laptop ziemlich am Abkacken ist und ich habe dann immer mehr Probleme mit meinem Laptop anstatt mit dem Internet und da habe ich keinen Bock drauf. Okay, aber würdest du spielen, wenn du einen gescheiteren Laptop hättest? Ja. Schon, oder? Weil du könntest ja auch im Grunde gegeneinander mal spielen oder so, keine Ahnung. Ja? Wäre eine Idee. Wenn ich einen Laptop hätte oder einen Computer, dann wahrscheinlich, aber habe ich leider nicht. Okay. Ansonsten... aber ihr bleibt bei Yugi, oder? Ihr habt eigentlich Spaß dran, ja. So, oder? Zum Beispiel Magic, das wäre total überhaupt nichts für mich. Okay. Ich habe schon manchmal mit dem Spiel auseinandergesetzt, weil es ein Kumpel mir vorgeschlagen hat, aber
wirklich spielen würde ich das jetzt nicht so. Ich kenne mich da auch nicht so wirklich richtig aus und ich mag auch das, den Aufbau nicht wirklich so. Lea, du spielst ja auch noch Pokémon, hast du gesagt, aber auch so als Kartenspiel an sich oder jetzt nur so? Hauptsächlich die Edition auf dem DS. So auch, ich würde auch gerne Competitive machen, hätte man die Möglichkeit, wohin zu kommen. Okay. Aber ansonsten auch alles Mögliche. Okay. Der Vergleich jetzt Pokémon zu Yu-Gi-Oh! Jetzt vom Preis her, vom Spielen her, vom, von allen möglichen her, was ist da der Unterschied? Ich würde mal sagen, die Vielfalt. Pokémon hast du zwar ein Pokémon, was du alleine verändern kannst, durch Attacken und alles, aber Yu-Gi-Oh! Gibt es einfach so viel mehr Möglichkeiten zu kombinieren und wenn man alleine die ganzen Zauber- und Fallenkarten verändern, die Situation in einem Kampf so viel mehr als ein Glückstreffer bei Pokémon das machen kann. Das ist schon vom Kampfsystem her einfach so anders. Ihr als Pärchen jetzt, zum Beispiel jetzt, wenn ein Freund jetzt sich jetzt sagt, er möchte jetzt sich reinhängen in das Spiel und wie wir wissen, ist das Spiel recht teuer. Wie wäre es für dich? Wäre es dir egal oder wäre sein Ding oder würdest du sagen, nee Schatz, schon teuer alles? Was würdest du sagen? Naja, wenn es ihn glücklich macht, soll er doch. Also ich finde das schön, wenn er glücklich ist und dann freue ich mich auch. Ja, sehr schön. Was würdet ihr den anderen Leuten empfehlen oder was würdest du den anderen Leuten sagen in Sachen Yu-Gi-Oh! Sollen sie spielen, sollen sie anfangen? Was sagt ihr den Mädels, der Spieler oder was auch immer? Also, naja, es kommt halt darauf an, wenn man daran Spaß hat und Freude hat oder wenn man sich freut, wenn man eine seltene Karte hat, dann ist es schon mal ein Anfang. Wenn man das hat und kein Problem hat mit Geld ausgeben, kann man da ruhig weitermachen und auch dort investieren, weil keinem hat es geschadet, Spaß zu haben. Weil im Gegenteil, Spaß ist gut, weil Freude verlängert das Leben. Sehr schön. Bei dir? Also ich finde, man sollte schon mal ausprobieren, einfach weil man ja nicht weiß, ob es einem gefällt oder nicht. Vor allem, wenn der Freund da spielt und die Freundin halt nicht. Einfach mal reinschnuppern, vielleicht gefällt es ja. Und das Kampfsystem sollte man auch nicht aufgeben, wenn man es nicht von Anfang an versteht. Ja, das war's von uns. Ich bedanke mich sehr. Ja, ich wünsche euch noch frohe Ostern und dir eine gute Heimreise und danke euch. Ja. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business.